Hey Leute, hier ist einmal mehr der Sa. Und Pistazien kennt wohl jeder, ne? Die sind nur leider ziemlich teuer. Und da, wo ich aufgewachsen bin, da haben die Leute Semitschki gegessen. Also ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo viele Russischstämmige lebten. Und die hatten öfters mal Semitschki in der Tasche. Das hier ist jetzt ein türkischer Hersteller. Und die Teile sind auch noch gewürzt, aber die sind wirklich der Oberhammer von Göral. Könnt ihr mal probieren. Die sind auch ein bisschen scharf. Ja, und die Russen hatten eher diese gesalzenen Sonnenblumenkerne oder sogar komplett ungewürzt, also auch ungesalzen. Ich persönlich mochte immer diese langen Sonnenblumenkerne, so wie diese hier. Es gibt aber auch diese rundlichere Form. Sobald ich dann einen Führerschein und ein Auto hatte, habe ich dann die ausländischen Lebensmittelläden unsicher gemacht, weil ich so gespannt war auf diese exotischen Lebensmittel und habe dann im Türken- und im Russenladen auch ganz andere Schalenfrüchte gefunden. Zum Beispiel Kürbiskerne. Diese hier sind vom Lidl, die sind schon geschält. Aber es gibt auch Kürbiskerne, die gesalzen sind und die man dann auch mit den Zähnen so aufknacken kann. Tja, und dann bin ich irgendwann auch auf das hier gestoßen. Wassermelonenkerne. Ich zeige es gleich nochmal ohne Verpackung. Und ich weiß nur, ich habe die mir einmal geholt. Ich fand es so geil, ne? Dass man hier die Kerne mit isst. Bei dem Obst, da will man ja möglichst die Kerne vermeiden und kauft die Melone kernarm oder kernlos. Aber es scheint hier auch Früchte zu geben, die werden extra wegen den Kernen gezüchtet, ne? Weil es sind ja riesige Kerne. Ich zeige das euch gleich. Und ich habe das mir einmal geholt, aber danach dann eigentlich nie mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr wirklich, wie das schmeckt. Die Wassermelone ist entfernt verwandt mit dem Kürbis. Und ihr könnt auch mal die Kerne von den Galia-Wasser- und Cantaloupe-Melonen etwas einsalzen, trockenlegen in ein Tuch. Und dann könnt ihr das anbraten mit Butter. Das schmeckt wirklich sehr gut. Woher habe ich das? Aus einem Disney-Buch aus meiner Kindheit, nämlich Disneys geheimes Pflanzenbuch oder sowas hieß das. Und es schmeckt wirklich sehr lecker. Macht es mal. Aber man muss die Kerne ganz frisch essen, sonst schmeckt es nicht. Ich weiß noch, als Kind waren mir die Kerne zu schade, um sie zu essen. Da habe ich sie in einer Papiertüte eine Weile aufgehoben und das war aber nicht gut, die aufzuheben, weil dann waren die im Nu lätschig und eigentlich nicht mehr genießbar. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu. Aber jetzt möchte ich nochmal diese schwarzen Wassermelonenkerne probieren. Serving Size 64 Grams. Warum ist jetzt die Serviergröße oder die Portionsgröße 64 Gramm? Also, ich verstehe das nicht. Aber hier steht dann auch Energy and Nutritional Value 100 Grams. Proteins 32,3 Grams, also 32,3 Gramm. Dann Fett 45,5 Gramm. Kohlenhydrate 9,4 Gramm. Also es besteht fast nur aus Makronährstoffen. Naja. Und hier drin, ach, da steht jetzt Kürbiskerne und Salz. Ist es jetzt doch ein Kürbis oder was? Ich hatte das immer für Wassermelonenkerne gehalten. Ah, hier steht jetzt, bei der englischen Zutatenliste steht Roasted Watermelon Seeds und auf Deutsch geröstete Wassermelonenkerne. Wassermelonenkerne und Salz. Und rechts steht jetzt aber auf Deutsch Kürbiskerne, Zutaten, Kürbiskerne und Salz. Aber das ist ja nur eine Samenart da drin. Also meines Wissens sind das hier Wassermelonensamen. Ich kenne das ja schon länger eigentlich. Jetzt schütte ich das mal hier rein. Und zeige euch das. So sieht es aus. Ziemlich knusprig. Schätze ich mal zumindest. Und jetzt probieren wir das. Ziemlich salzig. Also man isst die mit Schale, ne? Man kriegt das nicht aus der Schale. Ich probiere es gleich. Boah, sehr salzig. Boah. Ja. Eigentlich waren das schon zu viele. Man kann nicht so viel auf einmal essen. Oder man kaut halt sehr lange. Hat aber einen guten Geschmack. Boah, aber das Salz ist zu krass hier.
Jetzt habe ich das Fett irgendwie schon runtergeschluckt, aber die Ballaststoffe, die Fasern bleiben zurück im Mund. Habe ich früher auch schon öfters gemacht, dass ich einfach drauf rumgekaut habe und den Rest dann rausgespuckt, aber das ist natürlich keine schöne Art zu essen. Jetzt probiere ich mal eins zu knacken. Ja, also die Schale zerspringt. Allerdings zerspringt die Schale auch bei manchen Sonnenblumenkernarten. Vielleicht essen das manche so, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, diese hier sind viel leichter zu knacken. Also ich zeige die euch auch mal noch. Ja, und die sind halt viel einfacher zu essen. So. Jetzt habe ich nur den Kern im Mund und das Gehäuse ist außen. Ja, man kann die durch die längliche Form und durch diesen Grat, den der Samen hat, sehr gut auseinanderspalten. Und da hat mich schon so mancher Russe bewundert, dass ich so schnell die Dinger essen kann, ne? Allerdings die runde Form, das kann ich überhaupt nicht. Ja, und einmal hat mich sogar jemand auf Russisch angeredet, als er gesehen hat, dass ich die Dinger so schnell esse. Und die türkischen hier mit Gewürz wirklich super. Aber nur solange sie frisch sind. Die werden ziemlich schnell ranzig. Also frisch gekauft sind die wirklich lecker. Jetzt den perfekten Reifegrad für sich entdecken. Und dann auch nicht so lange offen liegen lassen, ne? Aber die sind so lecker. Die esst ihr bestimmt schnell. Und hier ist zwar auch viel Salz dran. Aber das Salz bleibt ja an der Schale, der größte Teil, ne? Es gelangt immer nur ein bisschen Salz in den Mund. Und ein bisschen Gewürz, deswegen wird es dann auch nicht zu stark, ne? Bei leichter gesalzenen Sonnenblumenkernen kann man auch wieder das machen, dass man ein paar in den Mund nimmt, drauf rumkaut und dann diesen Rest, so wie beim Tabak kauen, diesen Rest einfach rausspuckt. Ne? Ist natürlich nicht so appetitlich und so, aber ich mache das auch nicht eigentlich, aber man kann es machen. Okay, hier oder hier weitere Videos von mir. So viel zu meinem kleinen Ausflug in die Welt der Melonen und Kürbiskerne. Ja, ich kann die Dinger nicht wirklich empfehlen, die Wassermelonenkerne. Oder ich kapiere nicht, wie man sie knackt. Erklärt's mir. Ciao, Leute.